Du hast ein geniales Wissen, das du endlich in die Welt tragen willst. Du möchtest dir eine coole Community aufbauen mit Menschen, die dir wirklich am Herz liegen und die dir regelmäßig ein passives Einkommen bescheren. Willkommen beim Community Podcast mit Maike Hohenwarter. So, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Community Podcast. Und diesmal habe ich die Julia von Ungarn Sternberg da. Hallo, liebe Julia. Hallo, liebe Maike. Und die Julia, die ist Yoga-Lehrerin, deswegen bin ich hauptsächlich bei ihr. Aber die macht noch so viel mehr, weil man sieht hier hinten so ein bisschen, muss man auf die Seite rücken, dann sieht man, dass sie hat ein ganz ein tolles Biotop hier bei ihrem Haus in der Nähe von Nürnberg. Und ja, da gibt es jede Menge Gemüse für nicht nur für dich, für deinen eigenen Anbau, sondern für viele Leute eigentlich, ja. Und das ist auch eigentlich ein ganz großes Projekt von dir. Aber ich glaube, ich rede da gar nicht so viel. Das soll euch die Julia erzählen. Die kann da viel mehr dazu erzählen. Und ja, Community Podcast, da geht's natürlich um Community. Und die Julia, die hat natürlich schon ihre Yoga-Community und auch schon von ihrem Garten her eine Community, aber die hat einen ganz großen Traum und ich habe gesagt, über den reden wir heute. Okay. Also, Julia, erzähl mal, was ist denn hier dein Projekt? Also Yoga, das kann man sich ja noch so vorstellen, wobei da hast du ja auch deine eigene Yoga-Art. Mhm. Wollen wir da anfangen vielleicht? Was macht dein Yoga anders? Was ist das Spezielle, was ich hier jetzt im Moment auch genießen darf? Weil ich mache natürlich auch Yoga-Stunden, ist eh klar. Ja, erstmal vielen Dank, Maike. Ich freue mich total, dass du da bist. Maike ist ein Kurzretreat hier bei mir im Science Art. Und mein Yoga heißt Trigona Yoga, Flow, und zeichnet sich dadurch aus, dass ich besonders mit diesen drei Grundelementen, die im Kosmos überall vorhanden sind, den Trigunas, den drei Grundenergien nach der Yoga-Philosophie, mein Yoga aufbau, das nach den faszialen Meridianen und den Elementen. Und damit ist es mir gut möglich, den Menschen in seiner Ganzheit, in allen Elementen als Energiekreislauf jeweils zu regulieren in diesen drei Grundenergien. Mhm. Genau. Und wie ist die Sache jetzt mit diesem wahnsinnig tollen Garten? Was ist da? Da hast du nämlich so große Pläne, habe ich festgestellt. Ja, und deswegen habe ich gesagt, da müssen wir unbedingt drüber reden. Wie ist das entstanden? Was ist da die Idee mit diesem tollen, also das ist wirklich einfach sensationell, dieser Garten. Mhm. Erzähl mal. Also ich habe vor mittlerweile 8 Jahren nochmal den Impuls bekommen, hier an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ich bin hier seit ich 1 Jahr alt bin, ein Haus zu bauen, ein Haus, was ein Lern- und Praxisort sein soll und darf, wo sich Menschen begegnen, aber eben auch sich regenerieren können und sich auch die Natur regenerieren kann. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und nach ein paar Wachstums- und Entwicklungskrisen in den letzten Jahren hat sich ergeben, dass ich jetzt alleine hier bin, zurzeit. Und diesen Gemüsegarten, diesen Permakultur-Gemüsegarten in dem 6000 Quadratmeter großen Areal hinterm Haus kultiviere. Und mir klarer und klarer wird, bewusster und bewusster wird, dass solche Orte, wie ich hier lebe, Orte der Zukunft sein könnten. Mhm. Orte der Zukunft für die neuen Communities, die du ja so unglaublich reich, wir haben viel darüber gesprochen, im Online-Raum etablierst. Und ich selber gehe schon seit vielen Jahren auch mit dem Bewusstsein, wie wird sich die Zukunft wandeln, unsere Gesellschaft in Zukunft hin wandeln. Und da sehe ich es, dass es für diese Kraft, die es im Online-Raum gibt, so wertvoll sein kann, dass wir lokale Orte haben, an denen sich diese Communities begegnen und treffen können. Mhm. Und das ist eigentlich meine Forschungsfeldvision. Ja, also ich muss jetzt mal dazu sagen, wie ich das hier genieße. Also ich habe die Julia auf einer Ausbildung kennengelernt und habe das gleich so spannend gefunden, was sie erzählt hat. Und ich komme ja gerade vom Vipassana-Retreat, also ich habe 10 Tage geschwiegen
Und haben wir gedacht, wie löse ich das? Was mache ich danach? Ja, weil irgendwie, ich wollte nicht gleich nach Hause fahren, weil da weiß ich, da arbeite ich dann gleich wieder ganz viel. Also was mache ich? Und dann ist mir habe ich zuerst gedacht, Yoga, das wäre doch schön. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich mag jetzt nicht irgendwie so, wie ich sonst mache, so eine Gruppe mit Yoga. Weil das ist mir vielleicht auch zu viel, nachdem da eh solche Strukturen auch bei der Meditation geherrscht haben. Und dann ist mir eben die Julia eingefallen, wo man Einzel-Yoga machen kann. Also ich muss das ja wirklich einmal einfach loben, was ich hier erlebe. Das ist ein wunderschönes Haus und dieser großartige Garten. Und ich komme da einfach als Gast und darf mir einfach Yogastunden mit der Julia vereinbaren, habe mit der Julia wunderbare Gespräche geführt, kann diesen Garten einfach genießen, werde von der Julia bekocht mit wunderbarem Essen, das natürlich alles direkt Gemüse aus dem Garten ist und so. Und kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, das war definitiv die richtige Wahl nach diesem Vipassana, dass ich da einfach hier aufwache so quasi und wieder zurückkomme in die Realität. Ja. Und so möchtest du auch andere Leute auffangen oder tust das ja schon. Also Leute, die vielleicht im Moment auch in Krisen sind, aber du denkst auch an ganz was anderes. Du denkst auch überhaupt so eine Station zu sein im Leben von Menschen, gerade auch solche digitalen Nomaden. Also ich bin jetzt kein vollwertiger digitaler Nomade, aber ich bin viel unterwegs. Also dass du einfach so eine Station bist, wo Leute mehrere Tage kommen und sich austauschen mit den anderen Leuten, die auch da sind, den Garten genießen, das Yoga genießen. Ne? So ungefähr habe ich es verstanden. Ne? Ja, ich sehe wirklich da eine wohl etwas, was sich in der Zukunft viel mehr gestalten wird, in diesem gesamten gesellschaftlichen Wandel, dass das eine Brücke ist zu mein Alltagsleben, Alltagsleben ist es nicht, aber mein tägliches Leben, mein privates Leben mit Arbeit und Projekten. Ich zeige das so, weil das in meinem inneren Auge der Baum der Kreise darstellt. Genau. Ja, diese Besonderheit, dass ich hier eigentlich sowas wie ein Zuhause anbieten kann, einen häuslichen Raum, in dem man ankommen kann. Wohnen, leben, arbeiten, austauschen. Und dass solche Orte eben auch verbunden werden von so wunderbaren Menschen wie dir. Ja, also ich bin ja jetzt hier alleine im Moment als Gast, ja. Aber ich habe schon gesagt, also ich würde das auch total toll finden. Und die Julia hat ja auch die Ressourcen, die hat auch die Räumlichkeiten, wenn da jetzt noch zwei, drei andere Leute auch sitzen würden und einfach, ja, man begegnet sich, man unterhält sich, ja, man macht Yoga gemeinsam oder alleine mit der Julia. Also das ist das die Idee. Und da haben wir gestern auch schon drüber geredet, dazu vielleicht eine App zu kreieren, was ja vielleicht andere Leute gibt, die Ähnliches auch schaffen wollen wie die Julia. Also wenn da jemand ist, der gerne solche Apps kreiert oder was ja auch sein kann, vielleicht gibt es ja schon so eine App und nur die Julia und ich wissen noch nichts davon. Ja. Also es gibt ja Apps, was weiß ich, wie eben Booking.com oder Airbnb oder so, wo man Zimmer mieten kann oder ganze Wohnungen. Und es gibt Coworking Spaces auf der anderen Seite, wo man eben fix irgendwo anders arbeiten kann oder sich einmieten kann für ein Event. Aber diese Art und Weise, wie es die Julia macht, das gibt es noch nicht. Und das war auch ein Grund, warum wir dann gesagt haben, jetzt machen wir diesen Podcast, weil vielleicht weißt ja du was und wir wissen es einfach nur nicht. Also die Julia wird sich total über Antworten freuen, was es da vielleicht gibt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es mehr Leute gibt wie die Julia, die einfach sowas Ähnliches auch wollen, die auch so ein offenes Haus führen wollen, mit was auch immer für Ressourcen sie haben. Muss ja nicht auch der Garten jetzt so sein, sondern einfach dieses, ich möchte ein offenes Haus führen, ich möchte viele Menschen ein Stück weit beherbergen, bekochen, begleiten, habe die Räumlichkeiten. Also vielleicht tut sich ja da was auf. Also von dem her bist du gefragt, wenn du dazu hörst und eine Antwort weißt, dann schreib's doch drunter in die Kommentare. Ja, was mich jetzt noch total interessiert, und wir haben ja schon noch viel drüber geredet, wir haben über Otto Scharner geredet, wir haben über Spiral Dynamics geredet und so. Was ist denn so deine Vorstellung? Weil du hast mir auch zum Beispiel gesagt zu dem Garten, das, was du jetzt machst, was du alleine als eine One-Woman-Show hier im Garten schaffst, und das ist ja immens, ich habe zugeschaut die letzten Tage, das würde einige Leute ernähren. Und wenn es jetzt irgendwo so eine Gesellschaft gäbe, wo halt
jeder Zehnte oder was auch immer eben so einen Garten hätte, dann bräuchten wir nicht diese großen, riesen Getreideflächen, wo der Boden immer weniger hergibt. Was ist denn sonst so deine Idee, wenn du sagst, du beschäftigst dich viel, wie die Gesellschaft in Zukunft ist? Erzähl uns noch ein bisschen was drüber, weil wir haben viel drüber geredet und ich denke mal, das könnte andere auch interessieren. Wow, große Frage, danke. Wie kriege ich das jetzt kurz gefasst? Ich habe vor vielen, vielen Jahren den Welternährungsbericht gelesen und da war die ganz klare Aussage, dass wir die Menschheit mit industrieller Landwirtschaft nicht ernähren können. Dass sie viel zu viel Energie verbraucht, vor allem auch auf Ölindustrie gestützte Energie. Also werden wir hier keine Alternative haben, wenn wir da auf Elektroenergie umsteigen. Aber wir können die Welt ernähren mit Mikrolandwirtschaft. Das heißt es, mit handgemachter Landwirtschaft. Und ich finde es so prägnant, dass wir hier in Deutschland eigentlich innerhalb von 2 Generationen vergessen haben, wie geht dann das Gärtnern an den Häusern? Direkt an unseren Häusern. Unsere zivile Struktur hat sich sehr verändert. Wir haben mittlerweile lauter Einfamilienhäuser. Noch vor 2 Generationen hatten wir Höfe oder in den Städten bürgerliche oder handwerkliche Häuser. Und dieses Konzept, Einfamilienhauskonzept, wurde erst seit dem Zweiten Weltkrieg komplett über Mitteleuropa gezogen oder eigentlich auch über die westliche Welt. Und wenn wir an der Stelle umdenken und sagen, hey, wir holen uns das wieder zurück, wir gärtnern auf unseren kleinen Flächen um die Häuser in den Städten, ja, dann dann holen wir uns eigentlich die Fähigkeit zu gärtnern wieder zu uns zurück und es kann jeder machen, jeder in seinem Tag, in seinem Alltag. Die Kinder und die Alten, die gerade Ruhezeiten haben, Auszeiten haben. Und damit würden wir jede Menge Kapazität von dem, was uns wirklich, wirklich, wirklich nährt, uns wieder zurückholen. Auch der soziale Kontakt würde dabei mit entstehen. Ja. Wieder mehr entstehen. Mhm. Und das ist ja so ein zwar oder ist so ein zwar ein anderer Impuls, der für mich alleine aber viel zu groß ist. Gärten für den Wandel, so nenne ich das. Also, ich bin hier nicht ganz alleine. Ich habe gerade eine junge Frau, die das Gärtnern bei mir lernt und den Garten übernimmt, nach und nach. Aber wie wertvoll wäre es, wenn wieder viele Menschen ausgebildet werden, im Gärtnern um die Häuser und das dann als Wissen mit ihren Nachbarn im Dorf teilen. Es wäre eigentlich innerhalb von einer Generation machbar, dass unsere Gärten wieder blühende Gemüsegärten sind. Jetzt muss ich gerade, wenn man das die ganze Zeit hört, das sind die Hühner und jetzt war es gerade der Hahn. Weil die Julia hat natürlich auch Händeln. Das gehört auch dazu, ne? Dieser ganze Kreislauf. Ja. Ne? Die kriegen dann die tollen Zucchini zum Beispiel. Ne? Ja. Na schau, der meldet sich gleich. Ne? Nehmen an, das hört man auch auf dem Video. Ja. Ja, dieser ganze Kreislauf, jetzt hast du auch ganz neue Enden dazu, ne? Ja. Also, ja, das ist was Schönes, ne? Ja, das ist, ja, es ist so nährend. Es macht uns Frauen auch einfach Freude, Jungtiere hochzuziehen, also es ist einfach schön. Ja. Da ist sowas da ist was Ursprüngliches in uns angesprochen. Ja. Also ich bin immer beglückt, wenn ich Gemüse aus dem Garten hole, da ist irgendeine ganze Urfülle in mir freudig, beglückt angesprochen. Ja, und das heißt, also du willst wieder weg von, also ganz generell, also natürlich speziell in der Landwirtschaft, aber auch sonst weg von diesen großen Gebilden hin zu viel mehr diesen kleineren Kreisen, diesen Nachbarschaftskreisen, dieses Miteinander kommunizieren, miteinander sprechen. Ja, aber wir sind ja gerade hier auch im Community interessiert mich, miteinander denken, miteinander Zukunft gestalten, Spiraldynamik, nächstes Level interessiert mich schon sehr lange. Und jetzt
hast du mich hier im Interview und ich bin da total dankbar, weil das ist der Ort. Genau. Das ist die Beziehung. Mich interessiert so sehr, wie geht es, dass wir diese lokalen Orte, die zu Hause geben, vorübergehend, kurzzeitig zu Hause, mit diesem digitalen Raum, der ja unsere neue Zukunft ist. Also Smart Green People ist so ein Wording, was mir dazu einfällt. Die Smarten, die unterwegs sind, im digitalen Online-Raum dort richtig gute Arbeit machen, uns verbinden und solche Orte ihnen so ein Landepunkt sein kann, wo sie dann wieder, also nicht unbedingt die Nachbarschaft, sondern unseren, euren Online-Raum, ja, ein Local Space zu geben. Da bin ich bestimmt nicht die Einzige, wie du sagst. Genau, und das sagst, ist ein Forschen, das steht auch in anderen Communities gerade im Raum. Ich war mal mit Otto Scharmer nämlich auch in einem Breakout-Room, als ich Juliet gemacht habe. Und genau das haben wir da auch angesprochen. Wie geht es, dass wir all diese gute Zukunftsarbeit und Zukunftsfähigkeiten, die schon vorhanden sind, auch in der jungen Generation, besonders haben wir uns ausgetauscht in der nächsten Generation, an Orten verbinden, die ebenso regenerativ und nachhaltig arbeiten. Genau, und da haben wir ja auch schon kurz geredet gestern, wie wir so ein bisschen getratscht haben, dass ja eigentlich, also ich sehe den Trend definitiv, dass die meisten Leute sich ja auch gar nicht mehr in irgendwelchen Seminarhotels oder so treffen wollen. Also was ist, wenn eine kleine Start-up-Projektgruppe oder so sich zu trifft, ja, wo wollen die sich treffen? Und das wäre eben auch so ein Ort, ne? Wenn jemand ein paar Zimmer hat und dieses Grün, das regt ja auch irrsinnig an. Also es geht ja gar nicht nur ums Einzel, so wie ich das jetzt mache, es ist wirklich das Retreat, also Rückzug, ne, wie das Wort ist, sondern eben auch für ganz neue Sachen, für Ideenfindung, für Projekte. Ne? Oh ja, da würde ich so gerne, weil ich spüre, dass dieser Ort immer wieder so viel Menschen einfach einen Bezug gibt zu dem, was in ihnen als Quelle wirklich, wirklich angebunden ist und wichtig ist. Und von dort aus gestalten wir Zukunft. Alle zusammen. Sehr schön. Ich glaube, da gibt es gar nichts mehr zu sagen. Wir verlinken auf jeden Fall drunter den Link von der Julia, dass du sie findest, egal ob du einfach ihren Garten genießen willst oder vielleicht Yoga mit ihr machen möchtest oder vielleicht auch eben ein Projekt hier entstehen lassen möchtest. Ja, und in dem Sinn freue ich mich, wenn du auch eine Idee hast, zum Beispiel für die Julia, oder vielleicht eine App entwickeln kannst oder weißt, wo könnte sie so etwas teilen, wo gibt's Communities, die genau sowas suchen, wo gibt's vielleicht schon in irgendeiner Form auch etwas, wo man so etwas schon jetzt teilen kann, weil das einfach schon die Struktur dafür hat. Ne? Julia, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Interview. Malki, auch. Also so einen großen Herzensdank. Es war so eine große Freude, dich kennenzulernen. Ja. Auch echt deiner Ganzheit, wie du dich engagierst. Das ist außergewöhnlich für mich. Dankeschön. Ja, dann, wir sehen uns bald wieder beim Community Podcast. So, und wenn du jetzt sagst, eine Community, das ist genau das, was ich auch schon immer haben wollte, dann komm doch in meine Community-Formel. Das ist nämlich meine Community, wo ich dir zeige, wie du deine Community aufbaust. Und wenn dir dieser Schritt noch zu groß ist, dann komm doch gleich mal in mein kostenloses Online-Training und hör dir noch mehr darüber an, wie du deine Community aufbauen kannst. Wir sehen uns!